Hallo liebe Freunde der Mathematik, ich bin Julia und will euch heute etwas über binomische Formeln erzählen. Moment, über was? Du hast den Ausdruck binomische Formeln vielleicht schon einmal gehört, aber was ist das genau? Die Frage wird nach diesem Videozyklus beantwortet sein. Es geht darum, Binome miteinander zu multiplizieren. Aber was ist überhaupt ein Binom? Beginnen wir einmal mit einem Monom. Dies ist ein Ausdruck, der aus einem Koeffizienten und einer oder mehreren Variablen besteht. Wenn sich nun zwei Monome mit einem Plus oder einem Minus zusammentun, nennt man dieses Gebilde dann Binom. Wie bei diesem Beispiel. 5a minus 3b ist insgesamt ein Binom. 5a und 3b sind Monome. Du fragst dich vielleicht, warum die so seltsame Namen haben. Die kommen aus dem Lateinischen. Bi bedeutet zwei und Nomen bedeutet Name. Und Monos ist griechisch und bedeutet allein, einzig, eins. Man könnte auch sagen, ein Binom ist ein zweigliedriger Term und ein Monom ein eingliedriger Term. Wie nennt man eigentlich die Buchstaben in der Mathematik hier? Richtig, das sind Variablen. Zur Erinnerung, eine Variable ist ein sogenannter Platzhalter für eine beliebige Zahl in Form eines Buchstaben. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema, die binomischen Formeln. Du weißt ja schon, wie man zwei Binome miteinander multipliziert. Wir versuchen nun einmal, zwei gleiche Binome zu multiplizieren und schauen uns an, was das Ergebnis ist. Hierfür lösen wir die folgende Aufgabe. Klammer auf, a plus b, Klammer zu, zum Quadrat. Wie wir aus der Potenzrechnung schon wissen, ist das dasselbe wie a plus b in Klammer mal a plus b in Klammer. So, nun brauchen wir das Vorwissen vom Rechnen bzw. vom Multiplizieren mit Binomen. Ich beginne ganz links mit dem ersten Monom in der ersten Klammer. Ich kreise das a ein. Dieses wird dann multipliziert mit plus a und mit plus b. Als nächstes kastel ich das b ein. Dieses wird dann multipliziert mit plus a und auch mit plus b. Dieses ausgerechnet ergibt a² plus ab plus ab plus b². Hier können wir noch etwas zusammenfassen. In der Mitte steht plus ab plus ab. Insgesamt ergibt sich also a² plus 2 mal a mal b plus b². Und hier sehen wir schon unsere erste binomische Formel. Wir halten also fest. Die Formen, also die Kreise und Vierecke in dieser Formel, stehen für beliebige Monome. Also Klammer auf, Kreis plus Kästchen, Klammer zu, zum Quadrat ist gleich Kreis zum Quadrat plus 2 mal Kreis mal Kästchen plus Kästchen zum Quadrat. Wenn wir nun auf unsere soeben gelöste Aufgabe zurückschauen, können wir erkennen, dass genau diese Formel im Ergebnis steht. A war unser Kreis, B unser Kästchen und im Ergebnis steht Kreis zum Quadrat plus 2 mal Kreis mal Kästchen plus Kästchen zum Quadrat. So, genauso wie a plus b mal a plus b können wir nun auch a minus b zum Quadrat bzw. a minus b mal a minus b berechnen. Drücke nun kurz beim Video auf Pause und berechne selbst, auf welches Ergebnis du kommst. Wenn du dich nicht verrechnet hast, kommst du auch auf a² minus 2ab plus b². Du hast nun soeben selbst die zweite binomische Formel hergeleitet. Wir halten also fest. Klammer auf, Kreis minus Kästchen, Klammer zu, zum Quadrat ist gleich Kreis zum Quadrat minus 2 mal Kreis mal Kästchen plus Kästchen zum Quadrat. Wenn wir nun wiederum zur soeben gelösten Aufgabe zurückschauen,
finden wir genau diese Formel auch im Ergebnis wieder. A war unser Kreis, B war unser Kästchen. Und im Ergebnis steht Kreis zum Quadrat minus 2 mal Kreis mal Kästchen plus das Kästchen zum Quadrat. So, alle guten Dinge sind 3. Richtig geraten. Es gibt noch eine dritte binomische Formel. Die kann man anwenden, wenn man 2 Binome miteinander multiplizieren möchte, die sich nur durch ihr Rechenzeichen unterscheiden. Also zum Beispiel a minus b mal a plus b. Drück nun wieder auf Pause und rechne selbst nach. Wenn du richtig gerechnet hast, ist dein Ergebnis a² minus b². Wir halten also fest. Die dritte binomische Formel lautet Klammer auf, Kreis minus Kästchen, Klammer zu, mal, Klammer auf, Kreis plus Kästchen, Klammer zu, ist gleich Kreis zum Quadrat minus Kästchen zum Quadrat. Wenn wir nun wiederum zu unserer soeben gelösten Aufgabe zurückschauen, sehen wir wieder genau dieses Ergebnis. Das A war unser Kreis, so wie das B unser Kästchen war. Und im Ergebnis steht Kreis zum Quadrat minus Kästchen zum Quadrat. So, hier nochmal alle 3 binomischen Formeln im Überblick. Im Basic-Video siehst du dann, wie man Aufgaben mit Hilfe dieser binomischen Formeln löst.